Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat Dezember. Ja, der letzte Monat 2017 und ich habe mal wieder ein Buch von Cassandra Clare gelesen. Ja, letzten Monat, glaube ich, war es, habe ich die Legenden der Schattenjägerakademie endlich mal gelesen, weil es gibt ja das Spin-off Die dunklen Mächte von Cassandra Clare mit eben Lady Midnight als ersten Teil. Und der spielt ja eigentlich später, einige Jahre nach Legenden der Schattenjägerakademie. Also ich habe es ein bisschen falsch herum im zeitlichen Ablauf gelesen. Und deswegen dachte ich mir jetzt, lesen wir danach eben Lord of Shadows, eben der zweite Teil von Die dunklen Mächte. Und ja, und schauen mal, was Emma da so, also Emma Casters, eine meiner absoluten Lieblingscharaktere überhaupt aus der ganzen Schattenjägerwelt. Und ja, was da so weiter passiert. Und ich lese euch mal ganz kurz das hier vor. Die junge Schattenjägerin Emma Casters hat ihre Eltern gerecht, doch sie findet keinen Frieden, denn aus der Freundschaft zu ihrem Parapartei Julian ist Liebe geworden, eine Beziehung, die nach den Gesetzen der Schattenjäger tödliche Konsequenzen hat. Um Julian und sich zu schützen, lässt Emma sich daher ausgerechnet auf Julians Bruder Mark ein. Mark, der 5 Jahre bei den Feenwesen lebte und dessen Loyalität nicht wirklich geklärt ist. Zumal Unruhe herrscht in der Unterwelt. Die Feenwesen mussten sich nach dem dunklen Krieg harten Bedingungen beugen und begehren auf. Emma, Julian und Mark müssen für all das kämpfen, was sie lieben, bevor es zu spät ist und ein neuer Krieg ausbricht. Ja, ein endgeiles Buch. Vielleicht mache ich auch noch eine kleine Buchvorstellung oder Rezi dazu, dass ich vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen kann. Mal gucken. Mir hat es auf jeden Fall unheimlich gut gefallen wieder. Ich liebe ja die ganze Welt um die Schattenjäger. Ist einfach ein richtig, richtig cooles Buch, eine richtig tolle Story. Und wie gesagt, Emma, Julian und überhaupt auch hier Kit, der verlorene oder neu gefundene Horndale, also die Verwandtschaft von Chase. Ein unheimlich geiler Handlungsstrang, der bestimmt noch ganz viele vor Überraschungen stellt. Ich fand es auf jeden Fall cool, auch wenn es nicht immer in allen Belangen rein von der Geschichte zufriedenstellend ist. Manchmal passieren so bei den Schattenjägern, wo du dir denkst, ach Mann, nicht schon wieder. Aber es ist halt ein hartes Leben in dieser Welt. Ja, seid auf jeden Fall gespannt darauf. Ja, das war das erste Buch, das ich im Dezember gelesen habe. Und dann, habe ich erstmal überlegt, auf was habe ich Lust, auf was habe ich Bock. Und irgendwie hatte ich auf überhaupt nichts Bock. Und da dachte ich mir, dann muss ich eben ein Buch rereaden oder eine Geschichte. Und um die Weihnachtszeit, überhaupt so im Winter, irgendwie passt mir von Kerstin Gier die Edelstein-Trilogie da immer mal wieder rein. Und da das überhaupt
zu einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten gehört, habe ich ja schlicht und ergreifend Rubinrot und Saphirblau und natürlich Smaragdgrün mal wieder gelesen. Ja, was gibt es dazu zu erzählen? Ihr solltet eigentlich alle die Edelstein-Trilogie schon mal gelesen haben, oder ich hoffe, ihr lest sie, denn es ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Die Geschichte um Gwendolyn Shepherd. Es geht um Zeitreisen, um eine Geheimorganisation, um einen Grafen, der Graf von Saint-Germain, und eben um diese dubiose Geheimgesellschaft, und um 12 Zeitreisende, die die Reise durch die Zeit eben sind. Darum geht es im Groben. Falls ihr den Film die Filme dazu noch nicht gesehen habt, schaut euch die Filme an. Ist in Ordnung. Aber vieles hat nicht mehr mit den eigentlichen wahnsinnig tollen Büchern zu tun. Die Filme an sich für sich genommen fand ich okay, eigentlich ganz, ganz gut. Aber im Vergleich zu den Büchern, es lässt schon sehr zu wünschen übrig. Es ist halt eine Low-Budget-Produktion. Man musste rein aus den Gründen, weil die Filme die drei Teile nicht flüssig hintereinander gedreht wurden, wie jetzt zum Beispiel bei Der Herr der Ringe oder so, weil der zeitliche Ablauf der Story, ich glaube, die drei Bände spielen insgesamt innerhalb von 2 Wochen oder so in dem Dreh, oder 2-3 Wochen. Gwendolyn hat natürlich noch 2 kleine Geschwister, und das in so einem Film dann zu verpacken, ohne dass die dann älter werden während der Dreharbeit, ist dann natürlich problematisch dementsprechend. Und dann sind viele Dinge einfach verändert worden. Von dem her, also wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, ein bisschen besseres die Drehbücher geschrieben hätte und vor allem ein bisschen treuer der Story geblieben wäre, dann hätte man den Reiz, diesen Charme, die Geschichte hier eigentlich hat, viel besser in die Filme übertragen können. Es ist halt schwer gewesen. Es war, glaube ich, hauptsächlich auch eben ein finanzielles Problem, dass man das dann so umsetzen hat können. So. Und vielleicht auch ein bisschen Dummheit von den Drehbuchschreibern. Wie auch immer. Die ersten 4 Bücher, die ich im Dezember gelesen habe. Und hier, das ist kein Reread, ja. Das Percy Jackson, Diebe im Olymp. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ja, ich hatte ja schon mal die vor einiger Zeit im Text diesem wunderbaren Buchladen in
München in der Nähe vom Sendlinger Tor, ist das in München. Und da gibt es eben Mängelexemplare und Restposten und Paradies, um günstig an Bücher ranzukommen. Da habe ich die letzten beiden Teile, glaube ich, mir mal gekauft. Aber bisher habe ich es einfach noch versäumt, mir die anderen Teile zu besorgen. Und da haben wir letzten Monat die Janine, danke nochmal Janine, drei tolle Bücher und unter anderem auch hier dieses hier geschickt hat, habe ich jetzt den ersten Teil mal lesen können. Und wie ich so mitgehört bekommen habe, kann es sein, dass ich ein glücklicher Leseverrückter bin, dem in Kürze die anderen fehlenden Teile noch geschickt werden. Von dem her, mal schauen, ob das so ist und ob da welche die anderen Teile bei mir ankommen. Werdet ihr sehen, bei den Neuzugängen wahrscheinlich im Januar. aber wie gesagt, das sind jetzt die tatsächlich fünf Bücher und ganz schöne Brocken eigentlich dabei, ne? 800 Seiten und so waren die 400 Seiten diese. Also schon ganz schön was zusammengekommen im Dezember. Tja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.